Hallo Freunde, ich möchte euch noch einmal ein kurzes Review geben über meinen Spazierstock. Es sieht aus wie ein Spazierstock, ist aber eigentlich ein Einbeinstativ für meine Kamera, was ich immer verwende. Er hat einen, natürlich zum Ausziehen wie alle anderen, wie die normalen Wanderstecken. Dann ist er, ich stelle mich mal neben ihn, dass man das vielleicht gleich was sieht. Ich schätze ihn so auf 1,50. Und die Besonderheit daran, beim Filmen, mag wieder einziehen, zu seinem Weg, beim Filmen halte ich das Ding eigentlich nur mit zwei Fingern, wenn die Kamera oben ist. Das funktioniert ein bisschen wie so ein Schockabsorber und die Bilder werden nicht so verwackelt. Man kann ihn natürlich auch als Gehstock verwenden, wenn er nicht gerade runterfällt. Man kann ihn als normalen Wanderstecken verwenden. Und die Besonderheit, was er noch hat, man kann das Teil um 90 Grad drehen. Das sind dann diese Perspektiven, wo ich die Kamera so vor mir schwenke. Wenn natürlich auch noch mehr weiter ausgezogen ist, sieht man meine Hand nicht unbedingt. Und man muss sich das, umgekehrt vorstellen, dass eigentlich die Kamera mich aufnimmt. Das ist natürlich ein super Trick. Weiters verwende ich gerne auf normaler Position Kamera montiert, ein bisschen ausgezogen, halte das Stativ mit zwei Fingern. Somit hat es unten wieder einen relativ geraden Lauf und kann so meine Filme aufnehmen, die durchs Gras wandern oder kurz über dem Weg. Natürlich verwende ich das auch für die Unterwasseraufnahmen, wenn ich es nur wo reintauche. Okay, eines ist klar. Der Film steht dann am Kopf, aber das kann fast jedes Programm umwandeln, dass es wieder richtig steht. Und dann schaut das auch optimal aus. Das nächste, was es noch gibt, ist die Vogelperspektive, was ich gerne mache auch. Man zieht den Stock, soweit es geht, auseinander, hält ihn relativ weit oben und schaut in etwa, wo man hinfilmt. Wenn vor dir jemand geht und du filmst so hinunter auf ihn, ist das ein super Trick und sieht aus wie Vogelperspektive. Ja, zum Preis noch, der Stock hat gekostet 21 Euro bei Amazon. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, ich habe damals den letzten gekauft und er hat sicher einiges mitgemacht, aber er hat mir auch schon einiges gebracht an schönen Videos, die ihr wahrscheinlich eh alle kennt. So, genug geplaudert. Heiß ist.